Am 21. Juni diesen Jahres hat es eine Art Putsch in Paraguay gegeben. Das Parlament hat das zur Kenntnis genommen und wir hatten hier eine interne Debatte darüber, wie wir damit umgehen. Das Ergebnis dieser Debatte war, dass eine Delegation aus dem Mercosur-Ausschuss zusammengestellt worden ist, die Mitte Juli in Paraguay vor Ort recherchiert hat, was passiert ist. Paraguay ist ein kleines Land, für sich genommen könnte man sagen, das muss uns eigentlich gar nicht interessieren. Aus Menschenrechtsgründen muss es natürlich immer interessieren, aber aus politischen Perspektiven könnte man sagen, das ist ein kleines, unbedeutendes Land. Das stimmt aber insofern nicht, weil es nicht der erste Versuch ist, die Demokratisierung Lateinamerikas zu stoppen. Es hat in 2009 in Honduras einen Putsch gegeben, in 2010 hat man versucht, in Ecuador den nach wie vor dort im Amt befindlichen Präsidenten Correa, der auch einer Mitte-Links-Regierung angehört, aus dem Amt zu heben. Man hat versucht, in Venezuela die Regierung loszuwerden. Und ich denke, Paraguay ist in diesem Blick ein weiterer Schritt. Und es ist wichtig zu verhindern, dass die Demokratisierung, die vor rund 10, 12 Jahren begonnen hat in Lateinamerika, es ist wichtig zu verhindern, dass das gestoppt wird. Im Prinzip hat man hier etwas gemacht, was nicht gedeckt ist durch die Verfassung, nämlich dieses Amtsenthebungsverfahren in 12 Stunden, oder in 24 Stunden. Das entspricht nicht den Regeln und insofern kann man sehr wohl von einer Art Putsch sprechen. Nicht von einem Militärputsch, aber vielleicht von einer Art parlamentarischen Putsch. Das ist nicht korrekt und wenn man schaut, es geht hauptsächlich um die Frage der Landkonflikte. Wem gehört das Land? Kann das Land neu verteilt werden? Es gibt wenige Landbesitzer, die sehr viel besitzen, viele Menschen, die ganz wenig haben, die am Rande der Armut leben. Das ist die eine Seite. Die andere ist natürlich auch die Frage der Kontrolle. Was wird gemacht auf dem Land? Welche Pestizide werden eingesetzt? Was wird an Saatgut genommen? Gibt es genmanipuliertes Saatgut? Die jetzige Regierung, die sich da ins Amt geputscht hat, kontrolliert es nicht und will es nicht kontrollieren. Lugo hatte aber versucht, hier Kontrollen einzuführen, was durchaus auch im Sinne der Bürger und Bürgerinnen in Europa ist. Die ja auch wir importieren ja einen Teil unserer Lebensmittel und das zu kontrollieren ist eben nicht nur eine Geschichte, die nur in Paraguay interessiert. Das betrifft uns unmittelbar als Bürger und Bürgerinnen, was unsere Lebensmittelversorgung angeht. Insofern sollte es uns auch interessieren. Ansonsten scheint es mir wichtig zu sein, zu verhindern, dass man das vergisst und zudeckt, zur Tagesordnung übergeht. Wir müssen daran arbeiten, weil, wie ich eben schon gesagt habe, es nicht nur ein Einzelfall ist, sondern Ausdruck eines, wenn man so will, eines Rollback in Lateinamerika ist, die demokratischen Fortschritte zu stoppen und zurückzudrehen. Da haben wir eine große Verantwortung, gerade hier als Europäische Union, die sich eben explizit für Menschenrechte und Demokratisierung einsetzt.